Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Haribo, eine Region, setzt sich gegen Schließung zur Wehr. Schnelles Internet für 3700 Haushalte und Sportpark macht euch fit fürs Weihnachtsfest. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Es ist wieder einmal Montag und ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Abendmagazin Tag aktuell. Und ja, damit beginnen wir sofort mit unserer Sendung und steigen in den ersten Filmbeitrag ein. Seit letzter Woche hat sich eine wahre Welle an Solidarität entwickelt, welche die geplante Schließung des Produktionsstandortes von Haribo zum Jahresende in Wilkau-Haslau verhindern will. Am Donnerstag letzter Woche hatten sich zahlreiche Repräsentanten am Rathaus in Wilkau-Haslau eingefunden und in einem konstruktiven Gespräch versucht, Lösungsansätze für den Erhalt des einzigen Werkes des Süßwarenherstellers im Osten zu finden. Parallel dazu wurde eine Online-Petition zum Erhalt des Standortes gestartet, die mittlerweile 11.000 Unterstützer verzeichnen kann. Ebenso liegen Unterschriftslisten in verschiedenen Geschäften aus. Auch Einzelpersonen setzen sich dafür ein, dass diese Arbeitsplätze hier erhalten werden sollen. So hat uns ein Schreiben von Walter Gerhard Grimms, einem Zwickauer Kulturschaffenden, erreicht, in welchem er seinen Unmut über die geplante Schließung zum Ausdruck bringt. Mit seinem Atelier auf Wanderschaft Zwickauer und Berliner Landnahme machte er am vergangenen Sonntag Station vor den Toren des Süßwarenherstellers in Wilkau-Haslau. Wörtlich schreibt er, an dem Standort in Wilkau-Haslau wurden schon zu DDR-Zeiten Gummibärchen hergestellt und in den Westen geliefert. 1990 ging der Betrieb dann zu Haribo. Das Werk in Wilkau-Haslau ist eines der unzähligen Werke in Ostdeutschland, das von westdeutschen Landnehmern nach der Wende übernommen wurde. Der Großteil der Werke in Ostdeutschland wurde abgewickelt. 30 Jahre nach der Wende soll nun auch das Werk in Wilkau-Haslau folgen. So funktioniert kapitalistische Marktwirtschaft und Gesellschaftsordnung, so Grimms. Auch die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten reagiert in einer Pressemitteilung vom gestrigen Tage mit Verwunderung und Unverständnis auf die geplante Schließung. Für den kommenden Samstag ist eine Kundgebung auf dem Zwickauer Kornmarkt geplant, um gegen die geplante Schließung des Werkes in Wilkau-Haslau zu protestieren. Los geht's um 14 Uhr. Ein vorfristiges Weihnachtsgeschenk erhalten ab Dezember rund 3700 Kirchberger Haushalte. Die Telekom hat in den vergangenen Monaten 6 Kilometer Glasfaser verlegt, 28 Verteiler neu aufgestellt oder mit moderner Technik aufgerüstet. Sie wissen längst, worum es geht. Richtig schnelles Internet. Der Startschuss dafür erfolgte heute Vormittag vor dem Kirchberger Rathaus durch Drücken eines symbolischen Buzzers. Bürgermeisterin Dorothee Obst und Regionalleiter Hendrik König taten das mit sichtlicher Freude, denn das Thema Internet stand bei den Kirchbergern oft in der Kritik. Ja, die Deutsche Telekom hat das schnelle Internet hier in Kirchberg ausgebaut. Profitieren werden davon ca. 3700 Haushalte. Wir haben dazu 28 Verteiler aufgerüstet und insgesamt 6 Kilometer Glasfaserkabel verlegt. Mit diesem Ausbau sind Bandbreiten bis 250 Mbit für die Bürgerinnen und Bürger möglich. Und die Produkte sind ab sofort buchbar in den Telekom-Shops in Zwickau, aber auch in Aue, in Chemnitz, sowie natürlich über unseren Fachhandel und im Internet. Was den kompletten Ausbau angeht, ist die Fahnenstange noch nicht erreicht, aber man arbeitet daran. Ja, wir haben leider noch 5% der Haushalte, die dann nicht mit mehr als 30 Mbit erschlossen sein werden. Und da haben wir uns schon frühzeitig als Stadt dazu bekannt, haben Fördermittel beantragt und die Deutsche Telekom wird auch diese Haushalte dann noch mit schnellem Internet versorgen. Dort wird Glasfaser bis ans Haus gelegt. Das freut uns sehr und geplant ist der Ausbauzustand dann in 2024, dass er erreicht wird. So etwas sieht man nicht alle Tage und zumindest an dieser Stelle auch nicht so bald wieder.
Eine Teichentschlammung erfolgt in relativ großen Abständen. So wurde der große Teich zuletzt im Jahr 1850 gereinigt, der lange Teich noch nie. Damals war das schweißtreibende Handarbeit. Heute kommt moderne Technik zum Einsatz und das geht viel schneller und effektiver. Wir sind eigentlich mit der Hälfte durch. Das wird jetzt alles aufgewühlt mit dem Schnecke an diesen Schwimmbagger dran. Dann wird das nach hinten gepumpt hier in die Geotubes rein, die zum Entwässern da sind. Das Wasser drückt es nach außen, der Schlamm bleibt drin. Ja, das machen wir jetzt alles nochmal in die andere Richtung und dann ist das erstmal mit unserer Technologie hier erledigt. In circa 2 Wochen wird diese Maßnahme beendet sein. Der Schlamm bleibt dann noch eine Weile hier. Er muss vor dem Abtransport zur Deponie trocknen. Wir werden dann noch ein paar Analysen entnehmen hier, in irgendein Labor und dann wird irgendwo, je nach Einstufung, das offene Deponie verbracht. Nun sind wir mitten im November. Sollte der Winter kommen und damit Kälte, hätte das Auswirkungen auf die Arbeiten? Nö, für uns jetzt nicht. Im Gegenteil, es wäre gar nicht schlecht für den Schlamm, wenn er irgendwo gefriert. Das Unternehmen hat langjährige Erfahrung und ist sachsenweit unterwegs. Wir sind ein Wasserbauunternehmen, Straßenbau- und Erdbaumaßnahmen, sind aus Dorf Chemnitz im Erzgebirge. Der nächste Einsatzort steht schon fest. Als nächstes geht es an die Kleine Röder für die Landestalsperrenverwaltung. Das ist bei Gröditz, Riesa. Und da machen wir auf 1,3 Kilometern so eine Entschlammung im selben Verfahren. Na dann, wenn Sie die Männer und den Schwimmbagger noch in Zwickau in Aktion sehen möchten, halten Sie sich ran. Werbung. Ich meine, wir können ja nicht schon alles im Backoffice machen und dann noch den Frontoffice-Kram. Vietnam ist der zweitgrößte Kaffeeproduzent der Welt. Aber afrikanischer Robusta ist wirklich wow. Das Auto ist echt komfortabel, aber noch besser wäre es elektrisch, weil Elektrofahrzeuge heutzutage einfach so beeindruckend. Komfort genießt man noch besser, wenn es still ist. Der neue Citroën C5 Aircross SUV Plug-in Hybrid. Ab jetzt bei Ihrem Händler. Citroën. Günstiger als du denkst. Die Allianz Autoversicherung. Auch für Oldtimer, Wohnmobile und Motorräder. Jetzt informieren. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Homecare-Service Treitschke. Wir sind in Zeiten von Corona für Sie da und produzieren wiederverwendbare Nasen- und Gesichtsmasken. Alle weiteren Infos erfragen Sie bitte in unserer Zentrale. Homecare-Service Treitschke. In Zeiten von Corona Ihr zuverlässiger Partner. Ja, an dem Haus hängen natürlich meine Erinnerungen. Unsere Erinnerungen. Ich habe es damals von meinen Eltern geerbt und mittlerweile ist es natürlich viel zu groß für uns.
Und ich möchte schon, dass es in gute Hände kommt, aber ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Immobilien sind unser Zuhause. Wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen wollen, dann sind wir, das Immobiliensender der Sparkasse Zwickau, der richtige Partner für Sie. Wir sind hier für Sie, bewerten Ihre Immobilie und übernehmen Behördengänge. Eine gezielte Kundensuche sichert einen schnellen Verkaufsprozess ohne viele Besichtigungen. Verkaufen Sie keine Immobilie, bevor Sie mit uns gesprochen haben. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Auch Kosmetik-, Nagel- und Tattoo-Studios müssen aufgrund der Corona-Pandemie derzeit geschlossen bleiben. Das ist bitter für viele, die sich vielleicht vor dem Weihnachtsfest noch das lang ersehnte Tattoo stechen lassen wollten oder schöne Nägel brauchen. Richtig bitter ist es aber für die Betreiber und Angestellten dieser Einrichtungen. Bereits zum zweiten Mal während der Pandemie sind diese Branchen von der Schließung betroffen. Aus der Not eine Tugend machen, das dachten sich zwei junge Frauen, die eigentlich Tattoos stechen und Nägel modellieren. Bei unserem Eintreffen am heutigen Vormittag waren Daniela Beck und Maxi Hofmann schon am Werkeln. Auch die beiden Selbstständigen hat es beim zweiten Lockdown wieder getroffen. Aber tatenlos rumsitzen ist nicht ihr Ding und so kam ihnen eine Idee. Naja, wir mussten uns was einfallen lassen, ne? Womit man ein bisschen die Zeit überbrückt und vielleicht auch noch ein kleines bisschen Geld mitmacht. Naja, und da haben wir uns halt für Weihnachtsgrenze entschieden. Es sieht ja hier generell weihnachtlich aus. Kugeln, alles bling bling. Aber das sind Grenze der bisschen anderen Art, ne? Genau, wir bringen unseren eigenen Stil mit ein. Also wir haben ein bisschen andere Weihnachtsgrenze. Wir haben ja auch einige mit Totenschädeln gemacht. Und ja, ist halt mal was anderes. Dani, wir sehen dich gerade mit dem Totenschädel. Ja. Es sind ja auch Motive, die du zum Tätowieren, du bist ja die Tätowiererin im Hause, die du zum Tätowieren als Vorlage nimmst. Und jetzt setzt du das praktisch als Kranz um. Ja, also die Idee war ja wirklich von der Maxi. Die hat gesagt, also nochmal hier 4 Wochen rumsitzen machen wir nicht. Und wenn ich hier Weihnachtsgrenze bastel, ist mir egal. Und dann habe ich gedacht, gute Idee eigentlich, aber dann bitte nicht so ein Standard, ne, wie man es kennt mit Grün und Rot, sondern dann wirklich mal was anderes. Das würde auch nicht zu uns passen, so das standardmäßig. Deswegen verarbeiten wir dann halt mal so Schädel, sprühen die an, machen die schwarz mit schwarzen Kugeln und Gold und Rot oder was uns da halt so einfällt. Also die Nachfrage ist halt auch wirklich da. Wir hatten mal so ein Experiment mit einem Kranz gemacht und der ging echt durch die Decke und deswegen haben wir gedacht, gut, wir machen aber natürlich auch mal rosa und solche Sachen, kleine Rehe und... Also ihr setzt auch die Wünsche um, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte gerne meinen Hund da auf dem Kranz, könntet ihr auch machen. Ja, das haben wir schon tatsächlich, haben wir auch schon Kundenwünsche umgesetzt, wo es eben um das Thema Hund ging. Kleine französische Bulldoggen, wir haben auch einen Kranz, den kann ich nachher mal zeigen, den sponsern wir für die Bulli-Nothilfe. Die ist dafür da, im Prinzip Leute, die einen kleinen Bulldogge haben und sich eine OP-Kosten nicht leisten können, da werden halt Sachen versteigert, dann wird das Geld gesammelt dafür und dann können die dann ihren Hund behandeln lassen. Da sponsern wir das eben dafür, ja. Du bist ja generell, oder ihr seid ja bekannt für euer soziales Engagement. Wir denken an die erste Welle, die Geschichte mit den Masken, als der Engpass war, dass ihr die gefertigt habt. Und du denkst auch jetzt immer um die Ecke, obwohl du ja selber, sagen wir, trotzdem in Not bist, du hast ja keine Einnahmen durch dein Tätowieren und guckst trotzdem immer wieder anderen zu helfen.
Das liegt wohl in meiner Natur ein bisschen, das Soziale. Also ich gucke immer, wo man helfen kann. Natürlich, was in meinen Möglichkeiten steht. Ich kann jetzt nicht die Welt verändern. Aber ich sage immer, wenn jeder ein bisschen umsichtig ist und um sich rumguckt, dann kann man schon viel schaffen. Und ja, ich hatte jetzt eben mal eine Sammelaktion über meine Facebook-Seite gemacht für die Obdachlosen der Stadt Zwickau. Das geht über die Stadtmission. Dass jeder einfach mal guckt, was er so zu Hause rumliegen hat an Sachen. Pullovern, Kleidung, Spiele, Bücher. Und da kam so viel zusammen. Also meine Kunden sind so mega, die haben so viel vorbeigebracht, auch so schöne Sachen teilweise, wo ich gedacht habe, okay, die sortieren die jetzt aus, aber haben sie gern gegeben. Und wir wollen jetzt die Woche mal noch einkaufen gehen, noch ein paar Lebensmittel, weil das ist immer gefragt, auch Lebensmittel, da hatte ich jetzt auch schon mal noch gefragt, wer noch was rumstehen hat, was Haltbares, dass man da vielleicht noch was mit abgibt, ja. Das mache ich gerne. Also das macht halt auch Spaß, was Gutes zu tun, da fühlt man sich auch gleich viel besser. Tut ja niemandem weh, kann ja jeder machen eigentlich, ne? Ihr seid trotzdem in dieser Zeit beschäftigt, diese Dinge hier anzufertigen. Und wer sich dafür interessiert, wie kann man die Grenze erwerben? Unsere Grenze kriegt man eigentlich, wenn man uns bei Facebook verfolgt. Selbst wenn man nicht bei Facebook angemeldet ist, aber auf Tat & Nails einfach auf die Seite geht, kann man trotzdem dort schauen und uns kontaktieren. Da stehen ja alle Kontaktdaten da, Telefonnummer, E-Mail-Adressen, das kann man machen. Ja, also da kann man uns ganz einfach übers Internet erreichen oder anrufen. Ja, das ist kein Problem. Wenn du deine Kundschaft jetzt doch vor Weihnachten nicht mehr sehen kannst, persönlich in den Arm nehmen, was ja hier auch gang und gäbe ist, was wünschst du deinen Kunden? Also wir wünschen unseren Kunden auf jeden Fall wirklich Gesundheit. Das ist wirklich das A und O. Gerade in der jetzigen Zeit ist halt alles ein bisschen schwierig. Schön durchhalten. Die, die eben auch wie wir zu Hause sitzen, gucken, immer ein bisschen nach vorne schauen, vielleicht auch einfach mal in sich reingehen, was könnte man machen, dass man nicht ganz so zu Hause sitzt und wirklich so depressiv wird vielleicht, dass man einfach irgendwo sich eine Aufgabe schafft, das ist ganz wichtig, schön gesund bleiben und dass man sich bald hoffentlich wieder in die Arme schließen kann, weil das fehlt uns schon ein bisschen, das, ja, die ganze Liebe so ein bisschen, ne? Eine Kundin war heute glücklich, ihren vorbestellten Weihnachtskranz in Empfang nehmen zu dürfen. Bleibt trotzdem zu hoffen, dass in der Lothar-Streit-Straße 8 Nagelmodellage und Tattoo-Stechen bald wieder zum Tagesgeschäft gehört. Comedia Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Für viele von Ihnen gehören sportliche Aktivitäten sicher zum täglichen Leben dazu. Die einen treiben Sport, um sich einfach fit zu halten, andere hingegen müssen es nach einem medizinischen Eingriff tun. Für viele Menschen ist es auch ganz wichtig, sich in der Gemeinschaft sportlich zu betätigen, soziale Kontakte zu pflegen. Was liegt da näher als der Besuch eines Fitnessstudios? Unter fachkundiger Anleitung beim Einzeltraining oder gemeinsam im Kurs Fitnessstudios erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Diese Einrichtungen sind nach der Schließung während der ersten Welle der Corona-Pandemie derzeit im Zuge des Lockdown-Light ein weiteres Mal betroffen. Die Betreiber sind enttäuscht. Hat man doch versucht, mit ausgeklügelten Hygienekonzepten den Betrieb weiter aufrechtzuerhalten. So auch im Sportpark Zwickau, einer der größten Einrichtungen dieser Art in der Region. Aber das Team um Sven Zeisler lässt sich auch diesmal nicht werfen. Bereits beim ersten Lockdown haben die Betreiber des Zwickauer Sportparks gemeinsam mit unserem Sender ein tagesaktuelles Fitnessprogramm aufgezeichnet. So konnten sich sowohl die Mitglieder des Sportparks als auch die Zuschauer von TV Westsachsen am heimischen Bildschirm sportlich betätigen. Nach Bekanntwerden, dass mit der zweiten Welle nun wiederum die Fitnessstudios schließen mussten, wurde nicht lange überlegt und in altbewährter Weise wurde Runde 2 gestartet. Aber damit nicht genug. Am gestrigen Sonntag wurde der Startschuss für eine weitere Aktion gegeben. Also wir laden alle ein, alle Mitglieder und wer möchte auch Freunde und Bekannte, den zweiten Lockdown so zu beenden, dass wir einfach ein Stückchen fitter reingehen und dann im Dezember wieder gemeinsame Live-Kurse starten können. Wie genau sieht das jetzt aus? Also wir haben Folgendes, über die Plattform von Zoom gibt es täglich über Facebook, Instagram, auf der Webseite einen Link. Den klickt ihr einfach an und seid dann früh um 10 und abends 18 Uhr direkt online. Welche Kurse genau bietet ihr an? Ja, also wir haben uns gedacht im Frühbereich, dass wir da mit reingehen mit einem Rückengymnastikkurs, mit einem Pilateskurs. Wir haben Yoga ein Angebot, aber auch für die, die vielleicht noch in Schichten arbeiten, dass wir früh etwas haben wie einen Zumba-Kurs, wo man ein bisschen mehr Herz-Kreislauf trainieren mit macht oder einen Bauchbeine-Po-Kurs. Für die, die sagen, ich möchte gerne straff Richtung Weihnachten starten. Das sagt das Richtige, straff Richtung Weihnachten starten. Das heißt, wir halten alle daran fest oder wir hoffen natürlich, dass im Dezember gelockert wird, ihr hier vielleicht eure Mitglieder wieder vor Ort empfangen könnt und die Leute dann
dann richtig fit sind. Natürlich, also der Start jetzt für diesen Kursplan ist vom 16. bis zum 30.11. und das soll ein Wiedereinstieg sein, darauf freuen wir uns sehr. Müssen die Leute denn irgendwas zu Hause vorhalten, was mitbringen, was vorbereiten? Nein, eine ganz wichtige Frage. Also das Wichtigste wäre, wenn sie einfach ihren Sessel und ihre Couch vielleicht ein bisschen nach rechts und links verschieben, dass sie so 2 Meter Platz haben. Und sie werden auch sehen, dass wir online alle Kurse so anbieten, dass man keine Hilfsmittel braucht. Für die, die sagen, ich habe da so ein bisschen was zu Hause, die nutzen das einfach mit. Wir werden immer 2 Optionen anbieten. Das heißt also, ein Trainer wird das so gestalten, dass man mit Hilfsmitteln arbeiten kann. Und der andere, für alle, die sagen, nö, das würde ich auch gern ohne mit begleiten können. Also kurze Aussage, man braucht nur ein bisschen Platz. Um die verschiedenen Kurse auch unseren Zuschauern zugänglich zu machen, strahlen wir diese ab morgen 2-mal täglich aus. Einmal um 10 und einmal um 17 Uhr. Der FSV Zwickau hat das Auswärtsspiel beim SVW in Wiesbaden mit 3:1 verloren. Nach einem Doppelschlag der Gastgeber kam der FSV zwar schnell zum Anschluss, war aber zu ungefährlich und verlor am Ende verdient. Im Vergleich zur Heimniederlage gegen Kaiserslautern gab es 3 Wechsel in der Startelf. Nkansa, Drinkhut und Wilms begannen für Koskun, Starke und Wolfram. Eine Eingabe von Schröter gelangte zu Wilms, der nach 16 Minuten zum 2:1 traf und damit sein erstes Drittligator erzielte. Nach der Pause entwickelte es sich zu einem sehr hitzigen Spiel, in dem der Gegner aus Wiesbaden eindeutig besser war. Der FSV kam noch zu wenigen Chancen, jedoch ohne Erfolg. Am Ende gab es noch einen Elfmeter gegen die Muldestädter, der verwandelt wurde. Diese Woche trifft der FSV dann zu Hause auf den SV Waldhof Mannheim und sollte endlich den aktuellen Negativtrend stoppen. Mit dem Sieg in Waiblingen festigt das Zweitligateam des BSV Sachsen-Zwickau den 3. Tabellenplatz und sieht jetzt den beiden Heimspielen gegen Harrislee und Bremen zuversichtlich entgegen. Nach einer sehr ausgeglichenen ersten Hälfte ging es mit einem 8:10 in die Pause. Die ersten 7 Minuten der zweiten Hälfte waren von wechselseitigen Torerfolgen geprägt. Danach zogen die Gäste an und verteidigten ihren Vorsprung über die Zeit erfolgreich bis zum Schlusspfiff. Nach den aktuellen Pandemiebestimmungen werden an den nächsten 2 Samstagen leider keine Zuschauer den BSV unterstützen können. Der Verein steht mit Sportdeutschland TV in Verhandlungen, um eine Übertragung zu ermöglichen. Werbung. Internet in Turbospeed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Nur das Beste für zu Hause. Zurzeit ab 19,50 Euro im Monat. Denn wir geben den Mehrwertsteuervorteil weiter. Jetzt auf pure.com. Trotz Corona, Weihnachten kommt bestimmt. Verschenken Sie Verwöhnmomente und bestellen Sie Ihren Gutschein auch online oder per Telefon. Wir beraten Sie gern und senden Ihnen Ihren Gutschein ganz bequem nach Hause. Ihr Team vom Terravel in Johannesbad. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopädics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der 3. Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich möchte heute präsentieren unser Zwickauer Produkt. Das ist eine Pflege- und Reinigungsmittel für Ihre Brille. Für Kunststoffgläser, entspiegelte Gläser, für alle Art Gläser entwickelt worden, ohne Alkohol, ohne Silikone, ohne Parfüm. Wer hat Interesse? Das geht ganz einfach. Wir sprühen von beiden Seiten und das machen wir nicht jeden Tag. 2-mal in der Woche, das reicht.
Mit erster Kosmetiktuch bitte Belege abziehen, nicht reiben. Diese Fehler machen wir fast alle, weil dann reiben wir ganzen Schmutz von einer Ecke in die andere. Belege bitte von einer Seite in die andere einfach abziehen und mit zweiter Kosmetiktuch bitte nicht vergessen nachpolieren. Und bei Polieren merken Sie schon selber, Ihre Oberfläche von den Gläsern ganz glatt. Das heißt, alles was glatt, nimmt nicht so schnell Schmutz auf. Das heißt, Fett, Staub abweisend, im Winter läuft nicht mehr an. Oder jetzt, wir tragen alle Maske zum Einkaufen, zum Besuch. Gläser bleiben immer super klar, beschlägt nicht. Und heute haben wir extra Preis gemacht. Das heißt, Sprühflasche vollgefüllt mit 30 ml drin und Nachfüllflasche mit 50 ml gefüllt, reicht für eine Brille gut ein Jahr. Kostet für Sie heute nicht jede Flasche 19,90 Euro, sonst ganze Set 19,90 Euro. Erhältlich in Connys Deko Studio in der Schumannstraße 8 und bei Lamirage City am Marienplatz 1 in Zwickau und im Kaufland Steinpleis. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Fit-Tipps in Zeiten von Corona. Der Sportpark Zwickau weiß, wie es geht. Schalten Sie ein bei TV Westsachsen und machen Sie mit. Wir bieten allen, die daheim bleiben müssen, täglich aktuell das perfekte Sportprogramm, ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Fit-Tipps in Zeiten von Corona, eine Gemeinschaftsproduktion des Sportparks Zwickau mit TV Westsachsen. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Der Dienstag bleibt komplett bedeckt. Niederschläge sind jedoch nicht zu erwarten. Das Thermometer klettert bis auf 10 Grad. Der Mittwoch gestaltet sich dann überwiegend freundlich. Die Sonne begleitet uns am Buß- und Bettag den ganzen Tag über. Die Tageshöchstwerte liegen dann noch einmal bei 14 Grad. Mit einem Sonne-Wolken-Mix starten wir in den Donnerstag. In den Vormittagsstunden frischt der Wind auf und treibt Wolken ins Sendegebiet, aus denen es später regnen kann. Die Temperaturen bewegen sich nur noch um die 10 Grad. Ab Freitag wird es deutlich kühler. Bei Tageshöchstwerten um die 5 Grad kann es den ganzen Tag über immer wieder zu Niederschlägen kommen. In der Nacht auf Samstag müssen wir mit Nachtfrost rechnen. Das war Ihr Abendmagazin Tag aktuell vom Montag. Am morgigen Dienstag, da gibt es kein Tag aktuell, sondern eine Zwickauer Stadtratssitzung. Aber nicht so eine, wie Sie sie vielleicht sonst gewohnt sind, sondern da findet in Zwickaus neuer Welt die Vereidigung der neuen Zwickauer Oberbürgermeisterin Constanze Arndt statt. Schauen Sie doch auch da mal rein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann an dieser Stelle, weil am Mittwoch ist ja Feiertag, am Donnerstag wieder. Machen Sie es gut.